Herzlich willkommen, liebe Schütze, hier auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir schauen uns die Energien für euch. Ich hoffe und ich bitte euch, am besten, bevor ihr das Video schaut, dass ihr euch erstmal die Energien für alle Sternzeichen anschaut. Ja, am besten für den Monat und für die Woche, weil ich das hier jetzt nicht gesondert erzählen werde. Für euch Schütze, ihr wisst ja doch, lasst mich noch mal gucken. Das müsste hier recht schnell zu finden sein. Genau. Das ist eure Karte im Tarot. Ja, die Karte im Tarot ist die Mäßigkeit. Und wie ihr seht, es geht ja darum, dass hier zwei Kelche gehalten werden, eine mit eiskaltem Wasser und super heißem Wasser. Und es geht ja darum, dass man diese Systeme quasi verbindet und daraus ein Wasser herstellen kann, indem man die Wasser mischt in eine mäßigen Temperatur. Wir haben wahrscheinlich auch nicht umsonst diese Gerichtskarte hier, weil es genau darum geht. Ich sage dir jetzt noch mal was. Bei dem Rider-Waite ist es etwas anders gemalt. Und zwar, da wird ein Engel dargestellt. Hier kann man alles Mögliche reininterpretieren. Ich nehme hier dich wahr. Du versuchst diese zwei Kelche extrem auseinanderzuhalten. Ja. Ich zeige dir jetzt. Warte mal, ich halte das an, suche es aus und dann. So, ich habe jetzt die Karten da. Jetzt pass auf. Hier hältst du diese Kelche auseinander. Ja. Die werden fast schon vom Vollmond irgendwie oder von dem Mond auf jeden Fall. Durchtrennt. Die Vermischung findet hier eigentlich nicht statt. Ich muss ja auch noch dazu sagen, die Schützen haben häufig natürlich, das ist auch wieder schubladisiert, das ist natürlich viel mehr in dem Thema drin, aber häufig ist es so, dass die Schützen versuchen, die heißen Phasen im Leben und die super scheiße Phasen im Leben so mäßig wie möglich zu halten. Ja, das heißt, lieber keine großartigen Ausbrüche, damit man dann die Fallfälle quasi, also die Situation, die Zeiten, wo man dann tief am Boden gestört ist, also zum Beispiel super Beziehung eingehen, funktioniert ganz toll, ja, und dann geht es auseinander und dann ist man total am Ende. Ja, also das versucht man zu minimieren, die Höhen und die Tiefen, ja. Und hier versuchst du die irgendwie also nicht zu durchmischen, ja? Das ist jetzt interessant, weil das würde bedeuten, dass du das eben nicht tust. Ob das jetzt gut ist für dich oder nicht, das weiß ich nicht. Denn schau mal, bei dem Rider-Waite ist es so, dass du hier, das ist halt ein Engel, ja, der versucht alles zu. Damit es für dich sich besser anfühlt, ja, damit es nicht so schlimm ist, ja. Diese Engel sagt dir, jede Phase ist nicht schlimm, die gehört einfach zum Leben. Lass es fließen, lass es über dich ergehen. Und jetzt pass auf, es gibt noch eine nächste Stufe in diesem Kartendeck. Da lässt man dieses Wasser durch das Herzchakra fließen. Ich finde, das ist noch mal eine ganz, ganz andere Nummer, weil man dadurch die Situation heilt, ja. Das dauert, das braucht Zeit, aber es geht. Und jetzt sage ich dir, was ich wahrgenommen habe. Ich habe nämlich das Brustkreislaufsystem wahrgenommen. Ja? Normalerweise ist es hier nicht so gut sichtbar. Hier ist eigentlich auch nicht gut gemacht. Ja? Das ist auch eigentlich von Farben am besten. Das muss heiß sein, das muss kalt sein. Hier ist es eigentlich überhaupt keine Farben dargestellt. Im Tarot de Marseille wird hier Wein und Wasser, ja, als Weinschorle quasi dargestellt. Hier sind eigentlich auch keine Farben dargestellt, aber es ist wurscht. Eigentlich geht es um Rot und Blau. Und jetzt pass auf, was ich zeige es dir jetzt tatsächlich mein Handy. Ich hoffe, du kannst das sehen. Ja, doch, jetzt kannst du das sehen. Siehst du dieses Herzkammer, in dem das Herz durch Blau und Rot geteilt ist?
Das Blaue stellt ein sauerstoffarmes Blut und das Rote stellt Wasser, sauerstoffreiches Blut. Ja, es wird quasi in der Lunge angereichert, durchs Herz dann durchgeleitet in den großen kleinen Kreislauf und das andere wird wieder vom Herzen hochgeleitet in die Lunge, damit es wieder eingereichert wird mit dem Sauerstoff. Es ist alles verbunden, es ist alles ein System. Das ist ein Kreislauf, das gehört dazu. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Ausbleiben der Verbindung zwischen den roten und den zwischen dem heißen Wasser und dem kalten ist nicht in Ordnung. Und darauf wirst du hingedeutet. Ja? Das wird man dir gesagt haben in dieser Woche. Okay, ich hoffe, wahrscheinlich sagst du keine Ahnung, Cleo. Was wolltest du mir damit sagen? Ja, so genau weiß ich es auch nicht. Ja, wir werden sehen. Ich hoffe, das klärt sich gleich. Ja. Okay. Also generell atme. Atmen ist wichtig, ja, damit dein das alles, das ganze Blutkreislauf funktioniert und mit dem Sauerstoff angereichert wird. Das ist schon mal eine wichtige Botschaft. Tief einatmen. So, was ist denn die herausfordernde Energie für den Schützen in dieser Woche? Liebe. Häufig, wenn wir uns verlieben, atmen wir nervös. Viel zu, also nicht tief genug, viel zu flach. Ja, was habe ich vorhin gesagt? Ich werde geliebt. Und dann falle ich in ein Loch. Habe ich davon gesagt? Partnerschaften sind scheiße. So, das ist die Herausforderung, vor der du gestellt wirst. Und das ist genau das. Du streikst und sagst, ich will diese Verbindung nicht. Nicht nur Verbindung zu diesem Menschen, sondern ich will diese Kopplung nicht. Das ist jedes Mal super hochenergetisch geht und dann falle ich total runter. Warum kann es denn nicht einfach stabil sein? Ja? Aber es hängt auch damit zusammen, dass du diese Flüssigkeiten nicht fließen lässt. Die sind getrennt. Warum weiß ich noch nicht? Ja? Aber es gehört zum Leben, es gehört dazu. Ja? Okay. Ich kriege gerade eine Info. Es kann sein, dass es sich hier auch um eine Dreierkonstellation handelt. Und möglicherweise nicht das erste Mal sich bei dir um eine Dreierkonstellation handelt. Und weil jedes Mal man sich nicht für dich entscheidet. Ja? Dass du dann irgendwie alleine bleibst. Muss es aber nicht, es ist nur eine Variante. Und drei Konstellationen wird es nicht immer mit einer Person zu tun haben, ja? Sondern einfach mit anderer Energie. Hobby, Job, Freunde, Auto, Reisen. Man möchte Single bleiben, ja? Das ist auch eine dritte Energie. So, was ist denn die führende Energie, führende, unterstützende Energie hier für den Schützen? Yang. Binde die Energien zusammen. Ja, die gehören zusammen. Und dann wirst du erstmal zu Hause angekommen sein. Okay. Die Liebenden. Die Herzensentscheidung, die für mich nicht gefallen ist, höchstwahrscheinlich, ja. Das, was sich so toll hätte anfühlen können, was super toll war, ja, aber jemand schleicht sich davor. Das ist die Herausforderung, ja. Und die Karten sagen, du kannst ja natürlich traurig sein, das darfst du auch sein, lass die Energie fließen, aber
Steh irgendwann mal auf, übernehme Verantwortung für diese Situation. Die Verantwortung liegt in deinen Händen, ja? Du persönlich kannst was dafür tun, indem du die Energie bündelst, ja? Dann kannst du erstmal über dich hinauswachsen, ja? Und dann kommst du endlich aus aus diesem emotionalen Gefängnis heraus. Zweites Schwerter. Ja, das ist die Entscheidung, das zu bündeln, ja? Das zu bündeln, das Heiße mit dem Superkalten, um das einfach mal ein bisschen, damit wir essen die Suppe nie so heiß, wie sie gekocht wird, ja? Und das gilt für alles, ja? Für alles. Auch wenn ich hier das so erzähle, so emotional und was da alles abläuft, manchmal ist das eine halbe Stunde in deinem Leben und die Geschichte hat sich erledigt, ja? Je nachdem, wie weit du bist natürlich, ja, in deiner Entwicklung. Endet in einem Aha-Effekt und damit ist es gut und wahrscheinlich kannst du das kaum mit meiner Botschaft verbinden, ja? Eventuell am Ende der Woche schaust du dir das nochmal an und meinst, was? Was meint sie denn? Ach so, ja, da war so ein Moment. Ja, war das das? Ne? Genau. Ja, weil wenn wir manchmal das so, ne, das fühlt sich dann so heftig an und das hat wahrscheinlich eine heftige Bedeutung für dein Vorwärtskommen, ja? Aber es fühlt sich wie eine von vielen Situationen in deinem Leben. Nur die eine hatte ein bisschen mehr Bedeutung, was dir vielleicht nicht so bewusst ist, ja? Die Liebe wird nicht so hochjauchzend erlebt und die Tiefen werden nicht so tief sein, wenn du das Ganze ein bisschen voneinander die Temperatur, also die Emotionen miteinander verbindest, ja? Das heißt, du wirst in dem Bereich nicht nur rosarote Brille anhaben und hier wirst du nicht nur Trauerkleidung tragen, ja? Sondern du wirst das etwas, sage ich mal, blödes Wort, aber realistischer sehen, ja, zu wissen, okay, es fühlt sich gerade super an, ich genieße es, ich weiß, da werden auch noch mal Stolpersteine kommen, aber erstmal fühlt sich das toll an und ich zehre an diese Energie, um meine Akkus zu laden für die Zeiten, wo ich dann wieder brauchen werde und das ist vollkommen in Ordnung und dann wird diese Liebesgefühl, diese Erhöhung, ja, indem man denkt, die ganze Welt gehört mir, ich bin super unterwegs und ich werde geliebt und ich bin verliebt, ja. Und dann wird das abgekühlt, ja. Wie dieser Ritter, der da im Wasser landet, ja, und das Pferd kann sich auch ein bisschen abkühlen, ja, weil es hat hier einen super Ritt gerade, ne? Das wird ein super, nee, kein Test und keine Prüfung. Das nehme ich jetzt hier nicht wahr, sondern ein Aufstieg, ein Bewusstseinaufstieg, den du hier machen wirst und wirst wieder ein Stück näher an deinem, das traute Zuhause nehme ich hier eh wahr als dein, wie sagt man denn, Komfortzone. Wisst ihr, was ich jetzt gerade sagen wollte? Karmazone oder Coronazone? Also. Komfortzone meine ich. Vielleicht hat das auch beides für dich eine Bedeutung. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall, es ist ein Bewusstseinseinstieg und eine Willkommenskultur, die du damit bei dir aufbaust, sich der neuen Energie zu nähern, ja. Das anzunehmen, das zu akzeptieren, ja. Zu verstehen, dass es einfach ein Baustein von vielen ist, der das Leben ausmacht, ja. Ein Baustein von vielen, der diesen Erfolg ausmacht. Ja, hier bist du viel zu hitzig unterwegs. Ja, du wirst merken, dass das meistens zu nichts führt, sondern sich einfach darauf einlassen, was das Leben mit sich bringt. Ja,
ohne, mein Gott, die Karten, wo hatte ich die Karten? Genau so liegend. Beim Löwen, oder? Das ist sehr interessant, okay. Beim Löwen, glaube ich, war das ja. Okay. Genau, einfach nicht überspitzt, überfeuert, irgendwas zu genießen, ja, sondern sich einfach darauf einlassen, dass es gute und schlechte Zeiten gibt und es gehört einfach mal dazu und du bist damit eine Einheit, ja, weil bis dato war es für dich nicht. Das wird dir im realen Leben schwerfallen, ja. Denn du wirst das Gefühl haben, du hast beides getötet, ja. Wenn du dieses hohe Gefühl, zum Beispiel der Verliebtheit, schon mal reduzierst mit dem Gedanken, ja, okay, aber ich weiß, es wird wieder anders sein, die rosa-rote Brille werden irgendwann mal fallen, ja, dann reduzierst du dir den hohen Gefühl, ja. Dann hast du irgendwie, das ist wie ein Kompromiss, aus dem niemand was hat. So ein Gefühl wirst du dabei haben. Und in realistisch, also im Realleben wirst du damit Schwierigkeiten haben, die beiden Situationen miteinander zu verbinden. Kann ich irgendwie total nachvollziehen. Ich muss gerade nachdenken. Was heißt nachdenken? Ich versuche mal ein Argument zu finden, welches plausibel klingen würde, um das dir schmackhafter zu machen. Weil als ich das so erzählt habe, habe ich gedacht, eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht. Eigentlich ist von beiden nichts. Denn möglicherweise hast du ein bisschen sogar eher das Gefühl gehabt, ich nehme in Kauf die Traurigkeit, aber ich will diese Verliebtheitsgefühl einfach in Vollmassen genießen. Ah, okay. Wir kehren zurück zu unserem Bild. Es geht nicht ums Kompromiss. Es geht nicht darum, das eine zu reduzieren, damit das andere nicht so tief fällt. Es geht darum, beides so zu erleben, wie es ist, beides komplett zu genießen und trotzdem zu verstehen, dass beides dazugehört. Denn, nochmal zu dem Bild, du siehst ja, das ist alles ein System. Es gibt diese blaue Phase, die kalte Phase, wo alles scheiße läuft. Und es gibt die rote Phase, die Verliebtheitsphase, ja? Die Blutmengen des sauerstoffarmes und reiches Blutes werden nicht vermischt. Dafür sorgen doch diese, Kammern, die dann mit den Klappen irgendwie naja, egal. Ich gucke viel zu viele Krankenhausserien. Genau. Also hier geht es darum, die Systeme sind vollkommen verschieden. Und also getrennt, laufend und trotzdem gehören sie zusammen. Also ja, du hast recht, es geht nicht ums Kompromiss. Es geht darum, das zu verstehen und so anzunehmen, wie es ist. Und daraus, aus diesem Wissen, etwas Fantastisches zu machen. Gott, wir sind schon fast bei 20 Minuten und ich weiß immer noch nicht, ob ich das wirklich so komplett erfasst habe, wie es sein sollte. Schauen wir mal noch mit den Klärungskarten, ob da noch weitere Botschaften kommen. Sehr, sehr geiles Reading finde ich, auch für mich so zu verstehen, weil ich fand den Schützen immer extrem. Vor allem lustigerweise, weil ich habe meistens mit solchen Schützen zu tun, die immer alles vermischen wollen, weil sie eben die Höhen und Tiefen nicht erleben wollen. Und du bist einer, ich will nicht mischen, ich will beides heftig erleben, weil dann irgendwie weiß ich, dass ich lebe, keine Ahnung, ja? Oder zumindest mal, du nimmst das in Kauf, um das zu erleben, ja? Sehr, sehr interessant. Okay, schauen wir mal.
Das höre ich schon, wenn jemand sagt vor der Kamera, Cleo, komm zum Punkt. Ja, ich gebe mir Mühe. Gut. Viele Bausteine, die hier aufeinander treffen, um das Verständnis für dieses Konzept, was du da lebst, in ein Bauwerk, in dieses trautes Zuhause, in dem du dich wohlfühlst, zu kommen, damit du in ein Feeling kommst, nicht wie es richtig geht, sondern wie du was Besseres draus machen kannst. Ja, genau. Wie erarbeite ich mir meine Chancen? Wie werden sie denn genutzt in realem Leben? Ja, ich habe hier 8 der Münzen und 3. Ja, ich bekomme damit 11 der Münzen. Es ist eine Challenge. Ja, also dieser Aufstieg ist wirklich eine Challenge. Deswegen nehme ich mir so viel Zeit für dein Video, weil das so, ich spüre diese wahnsinnige Wichtigkeit, um das zu verstehen. Ja, 11 der Münzen. Mit einer erreichst du eine Vollkommenheit und dann bekommst du noch eine drauf. Also, das ist wirklich wie so eine Sonderbelohnung, ein Sonderbonus, den du da erhältst, ja? Wenn du das verstanden hast und verinnerlicht hast, genau, das ist dieser Sonderbonus, den du da bekommst, eine Sondermünze, wenn du die Entscheidung triffst, daraus aus diesem Wissen etwas zu machen. Wenn du dich verliebst, dann steht bei dir alles Kopf. Ja, da ist so ein Ausbruch in dir. Ich meine, du bist ein Schütze, ja. Und interessanterweise, ich habe letztens bei den Feuerzeichen einen interessanten Satz gehört von der Feuerenergie, weil das sind also zwischen Schütze, Löwe und Widder ist sind sehr, sehr unterschiedliche Energien. Und zwar der Widder ist ein Funke, ja, der reagiert auf Impuls, ja, und folgt dem. Der Löwe ist eine Glut, sag mal so. Also quasi, ne, wie ein Kohle, das einfach diese Hitze in sich trägt. Also es ist sehr, sehr, also, ne, wenn man Grill hart macht und so weiter, ne, dann ist es nicht wichtig, wenn das Feuer noch da ist, sondern es ist wichtig, dass diese Glut entsteht, also diese gespeicherte Hitze in diese Kohle. Ne? Das ist eigentlich so das Wichtigste am Grillen. Und das ist der Löwe, eine sehr stabile Feuerenergie in sich gespeichert, ja, ohne dass es zu Verbrennungen führt. Und Schütze trägt einen Flächenbrand in sich. Und dieser Flächenbrand kann nicht nur zerstörerisch werden für andere, aber auch für dich. Und darauf sollst du achten. Es geht irgendwie unkontrolliert über dich hinaus. Und hier ist Feuer und hier ist Wasser. Ja? Die Entscheidung, das Wasser über dein Herz fließen zu lassen, um das Feuer ein bisschen ja, zu reduzieren, aber dass das im Fluss sein muss, dass das ein System ist. Ja, das heißt, du darfst hier sein, aber dann lass dich nicht nur von dieser Feuerenergie treiben, sondern geh dann wieder ins Gefühl, ja, und bade darin, ja, diese Hitze wieder ein bisschen zu reduzieren und zu sagen, okay, wie geht's mir damit? Was macht das mit meinem Herzen? Fühlt es sich wohl? Oder gibt es, ne, also so ein bisschen auch deine eigenen Gefühle dadurch zu verstehen und sich dem zu widmen, ja, damit wirst du abkühlen, ne, weil die Konzentration nicht nur bei deinem Gegenüber ist, mein Gott, liebe ich diesen Mann, ja, aber was ist mit dir, ja, Konzentration wieder auf dich, auf deine Herzensenergie, ja, die nicht nur für jemanden anderen brennt, ja, du wirst sagen, ihr könnt mich alle, ich verstehe gar nichts hier. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Aber wenn du das schaffst, das zu verstehen, dann wird das schon toll sein. Meine Liebe, ich werde mir gleich dein Gegenüber anschauen mit diesen Orakelkarten. Schauen wir mal, wo der ist. Ja, der weiß auch nicht, wo ihm der Kopf hinsteht. Oh mein Gott, okay. Keine Ahnung, wo der gerade steckt, aber dem. Es steigt auch alles über den Kopf, genauso wie dir.
Meine Lieben, ich werde mit diesen Karten nochmal die partnerschaftliche Ebene mir anschauen und nochmal eine Zeitkarte ziehen, falls ich Action zwischen euch beiden sehe oder ein wichtiges Ereignis, der sich hier zeigen möchte. Meine Lieben, die Fortsetzung-Video findet ihr im, also den Link dazu in Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und es hat mich sehr gefreut, dass ihr so viel Zeit noch mit mir verbracht habt heute. Es war sehr schwierige Legung, aber ich finde sehr wichtige Legung und ich hoffe, du hast wenigstens mal einen Teil dessen verstanden, was ich hier versucht habe, dir zu erklären. Genau, und ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns gleich drüben. Tschüss!